Alles klar, dann begrüße ich alle zur Pressekonferenz von unserem nächsten Heimspiel am Samstag. Der Gegner ist der TSV Eintracht Stadtalm, Eintracht Stadtallendorf, um 14 Uhr im Waldstadion. Ich begrüße von Spielerseite Luca Plattenhardt, natürlich unseren Trainer Jürgen Luginger. Ja, Jürgen, heute geht die erste Frage auch mal an dich. Und zwar haben wir unter der Woche Stefan Bosle aus der U19, ja, einen Profivertrag gegeben. Mit Erik Höhe haben wir vor kurzem erst verlängert. Michael Müller spielt auch eine Rolle. Ja, wie siehst du die Entwicklung in der Jugend und wie wichtig ist es, weil wir sagen ja auch immer, das Ziel ist, ja, den Nachwuchs auch ja, nach oben zu führen. Wie wichtig ist es, diesen Spielern dann jetzt auch die Chance zu geben? Ja, natürlich, wenn einer Qualität hat, dann nehmen wir den mit. Ja? Wir nehmen nicht nur Spieler mit, dass wir jetzt aus der U19 welche hochgezogen haben, sondern es macht schon oder soll Sinn machen. Und Stefan ist so ein Spieler, ja, der hat Potenzial, genauso wie Michi Müller. Der hat sich auch dieses Jahr sehr gut entwickelt, wenn man dann die Spiele 023 sieht. Also ich glaube, er hat auch einen großen Schritt gemacht. Und ja, in der Jugend, glaube ich, wird sehr gute Arbeit geleistet. Ja, was für Möglichkeiten hier sind, machen die einen sehr guten Job, ja, muss man so sagen. Die Jugend und von dem her versuchen wir die Jungs auch, die Guten, soweit es geht, an uns zu binden und den einen oder anderen auch, den wir leistungsmäßig für stark genug halten, auch wieder hochzuziehen. Ich meine, das ist ja auch der Sinn, warum wir die Jugend fördern, dass wir schlussendlich dahin kommen, dass wir vielleicht ja, pro Jahr ein, zwei Spieler mit dem Kader hochnehmen können und vielleicht irgendwann einer mal den Durchbruch auch schafft. Ja, und von dem her ja, sind wir froh, dass wir so Jungs haben, dass in der Jugend so gut gearbeitet wird und wir da die Möglichkeit haben, da auch den einen oder anderen mitzunehmen. Luca, du bist auch ein junger Spieler, bist im Sommer gekommen, hast mir eben noch erzählt, was ist so deine erste Saison unter richtig Profibedingungen. Wie hast du jetzt die ersten Monate hier erlebt und was ist so der größte Unterschied zu vorher? Ja, also ich denke, der größte Unterschied ist auf jeden Fall, beziehungsweise das merkt man natürlich einfach am Niveau und an der Qualität von den Mitspielern dann auf jeden Fall. Jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Reutlingen, da hatte jeder Spieler neben dem Fußball noch einen Job. Und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall, weil jeder sich voll und ganz auf den Fußball konzentriert. Und ja, natürlich die Trainingseinheiten in Reutlingen haben wir 2-3 Mal die Woche trainiert. Und hier sind es ja, mehr als das Doppelte. Jetzt hast du viel in der U23 gespielt, die ja auch in der Saarlandliga spielt. Bis zuletzt oft in der Schlussphase dann auch gekommen, hier in der Regionalliga. Wie kann man sich das vorstellen? Wie bereitest du dich dann auf so einen Einsatz vor, auch gerade gedanklich? Ich meine, du machst dich hinterm Tor dann warm, aber ja, was geht da so in dir vor? Ja, ich denke allgemein erstmal war jetzt positiv, dass ich jetzt wieder immer öfters im Kader war und dann auch mal zu Einsatzzeiten kam. Ich denke, als Spieler ist man immer ein bisschen unzufrieden, wenn man nicht von Anfang an spielen darf und der Mannschaft weiterhelfen kann, aber ich denke, ja, bin jetzt auf jeden Fall zufrieden erstmal, wie es ist. Und ja, wenn man nicht in der Startelf steht und dann im Kader ist, dann hofft man natürlich immer, dass man noch ein paar Minuten bekommt. Und ja, so geht man dann auch ins Spiel, beziehungsweise macht sich warm und hofft, dass man reinkommen darf. Dankeschön. Ja, Jürgen, jetzt kommt der nächste Gegner, Stadtallendorf. In der Hinrunde gab es ein 0-0. Der Gegner steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Was erwartest du am Samstag für ein Spiel? Ein sehr unangenehmes, schweres Spiel. Stadtallendorf hat von den letzten 3 Spielen 2 gewonnen, ein Unentschieden gespielt. Also man sollte nicht jetzt vom Tabellenplatz ausgehen. Wir haben uns in Stadtallendorf sehr schwer getan. Das ist eine sehr robuste Mannschaft, zweikampfstarke Mannschaft, körperlich. Haben große Spieler drin, ja, jetzt der Fieder spielt jetzt vorne, der Innenverteidiger war und also sehr unangenehme Mannschaft, ja, wenn man wahrscheinlich defensiv auftreten, aber sie sind nach vorne immer wieder gefährlich und gerade auch wieder bei Standards sind sie gefährlich und da müssen wir uns darauf einstellen. Das wird nur gehen, wenn wir wirklich ans Limit gehen, ja, wenn wir das schaffen, dann werden wir und können wir 3 Punkte holen, sonst wird es gerade eine ganz schwere Aufgabe. Wie sieht es personell aus?
Ja, Patrick Lehner fällt natürlich noch aus. Dann beim Ali Hahn müssen wir noch gucken. Der konnte bis jetzt noch nicht trainieren. Mal sehen, ob er heute einsteigen kann oder was bis morgen ist. Also das ist noch fraglich. Großes Fragezeichen. Aber sonst sind alle an Bord. Dann bitte eure Fragen. Bei Hahn immer noch diese Hüftgeschichte oder? Ja, genau. Das ist natürlich nach dem Spiel ein bisschen schlimmer geworden und alles und ist so ein bisschen problematisch an der Stelle. Vielleicht die Frage an Luca, so ein bisschen Kabinenfrage. Jetzt war dieses Derby gegen Saarbrücken, was so ein bisschen, sage ich mal, auch von außen so zweischneidig beurteilt wurde. Auf der einen Seite wusste jeder fußballerisch, hat es eigentlich keinerlei Bedeutung mehr. Andererseits war es natürlich trotzdem das Derby gegen Saarbrücken. War das bei euch noch in dieser Woche noch ein großes Thema oder war das Spiel dann auch schnell abgehakt? Nee, das Spiel war auf jeden Fall schnell abgehakt. Wir schauen auf jeden Fall nach vorne, jetzt gegen Stadt Allendorf, und da wollen wir dann die nächste Serie starten. Vielleicht eine Frage an den Trainer, gerade weil jetzt auch Luca da ist. Die Saison ist ja, wie gesagt, vom Fußballerischen her, es geht ja nicht mehr viel. Sage ich mal, man kann jetzt vielleicht einen Platz nach vorne oder nach hinten, aber viel wird sich nicht mehr ändern. Sie hatten jetzt in den letzten Wochen halt sehr viel oder eine sehr homogene erste Elf, muss man sagen, hat sich seltenst mal was geändert. Wäre das jetzt auch die Zeit, vielleicht nochmal die Spieler aus der zweiten Reihe vielleicht noch ein bisschen mehr mal in die Startelf vielleicht ein bisschen länger zu sehen? Ja gut, aber wir werden jetzt da keine großen Experimente machen, dass wir plötzlich 5 Veränderungen in der Startelf haben. Ja, das ist auch klar. Es wird weiter nach Leistung gehen. Natürlich wird man dem einen oder anderen Spiel mal gucken, wo es Sinn macht, vielleicht jemand anders noch spielen zu lassen. Aber grundsätzlich, wir wollen die Spiele gewinnen und wollen mit der vermeintlich stärksten Mannschaft dann auflaufen. Ja. Und das muss ja nicht heißen, wenn jetzt einer spielt, der vorher nicht mehr gespielt hat, dass der jetzt halt nur deswegen spielt, sondern wenn, dann spielt er auch wegen seiner Leistung. Vorher war es ja so, wir haben mit 6 Mal hintereinander gewonnen gehabt, da gab es nicht viel Grund zum Wechseln. Ne. Jetzt gab es eine Niederlage, das muss man mal sehen. Von dem her kann schon sein, aber wir werden da jetzt nicht ganz neue Mannschaft am Platz sehen. Noch eine letzte Frage an Luca vielleicht. Auch nochmal so die. Es ist so ein bisschen schwierig in der Phase der Saison. Was geht noch? Wie motiviert ihr euch als Mannschaft für die letzten Spiele? Ja, ich denke, wir können auf jeden Fall bisher sehr zufrieden sein mit der Saison und wir wollen die Saison auf jeden Fall noch positiv abschließen. Die Spiele, wo wir haben, wollen wir auf jeden Fall gewinnen, beziehungsweise so viele Punkte wie möglich sammeln. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir leider die Niederlage gehabt und jetzt wollen wir die nächste Serie wieder anfangen und natürlich gewinnen am Wochenende. Keine weiteren Fragen? Gut, dann vielen Dank an alle und dann sehen wir uns am Samstag.